So, jetzt ein Hauskauf mit Anzahlung. Da muss man gucken, weil da bestraft das Finanzamt der Immobilienkäufer. Kürzlich hat eine Familie in Bernhausen ein Einfamilienhaus erworben. Der Verkäufer, ein älteres Ehepaar, die wollte in eine seniorengerechte Wohnung umziehen. Die Wohnung war gerade im Bau. Also wurde der Hausverkauf und der Wohnungserwerb zeitgleich durchgeführt. Also beides aufs Mal. Damit es beides so funktioniert hat, war mit dem Hauskäufer eine Anzahlung in Höhe von 80.000 Euro vereinbart worden. Ist alles wie geplant gelaufen. 3 Wochen nach der Beurkundung, da flattert dann dem Hauskäufer ein Brief ins Haus vom Finanzamt. Außer der Grunderwerbsteuer forderte dann das Finanzamt noch 3.250 Euro Steuer auf die Anzahlung. Ich habe dann beim Finanzamt nachgefragt und habe die Antwort bekommen, dass der Käufer dem Verkäufer durch die Anzahlung einen Vorteil verschafft hat, was ja stimmt. Und der Vorteil muss nun jetzt versteuert werden, und zwar vom Hauskäufer. Die offensichtliche Unlogik hinter dem ganzen Ding konnte man weder der Abteilungsleiter beim Finanzamt, der mir das alles schrecklich leid tut, noch der Notar wirklich erklären. Das Finanzamt, das hat sich auf ein BGH-Urteil bezogen, auf ein BFH-Urteil. Nämlich leistet der Käufer den Kaufpreis, jedoch vor der Übergabe vom Grundstück durch den Verkäufer, so gewährt er dem eine sonstige Leistung in Gestalt von einer vorzeitigen Kapitalnutzungsmöglichkeit. BGH-Urteil vom 12.10.94, Bundessteuerblatt 2, 1995, Seite 69. Und da muss man dann den ganzen Betrag mit 5,5% versteuern, schon Haufe heute. Über das ist vor Gericht schon reichlich gestritten worden. Aber die Tatsache, dass der Käufer da die zusätzliche Kosten von einer Vorausleistung hat, die bleibe bestehen. Wenn also beim Verkauf über eine Anzahlung gesprochen wird, in einer entsprechenden Höhe und über einen längeren Zeitraum hinaus, dann lassen Sie sich echt vom gründlichen Rechtsberater beraten, bevor Sie auf diese Anzahlung eingehen. Dem Verkäufer kann es egal sein, aber der Erwerber, der hat unter Umständen noch einiges an Steuer zu bezahlen. Also da lieber zweimal gucken und das dann anders lösen.